Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wir reden heute über das Thema Trinkwasserschutz. Okay, wir werden gleich so Begrifflichkeiten haben wie Rückflussverhinderer, Systemtrenner. Habt ihr schon Systemtrenner? Ja, ohne es vielleicht zu wissen, braucht man vielleicht gar nichts. Muss man das ganz doll beachten? Macht ihr euch strafbar, wenn ihr es nicht macht? Darüber werden wir mal kurz reden, weil ich denke, das Thema ist für alle wichtig. Gerade Einsatzleiter oder Ortsmeister, Ortsmeisterin, die eine Ortsfeuerwehr leiten und dafür verantwortlich sind im Einsatzfall. Für die wird es vielleicht ein bisschen spannend jetzt, okay? Fangen wir mal an, los geht's. Es ist noch nicht allzu lange her, es war Anfang dieses Jahrtausends, 2001 nämlich, jetzt ohne euch mit irgendwelchen Normen zu langweilen oder irgendwelchen Gesetzestexten. Seit 2001 hat man sich europaweit eigentlich darauf geeinigt, dass unser Trinkwasser das Heiligste ist, was es gibt. Um es mal kurz zu sagen. Das heißt, wir sind auch dafür verantwortlich, du und ich als Feuerwehr oder Rettungsdienste gehen auch mal ran. Das ist auch für die interessant, dass wenn ihr Wasser entnehmt, das Trinkwassernetz nicht verschmutzt. Das geht schon los, FED V1, Feuerwehrdienstvorschrift 1, wenn ihr die Reihenfolge nicht richtig macht. Beim Standrohr setzen, und das werden wir gleich nochmal live machen. Wenn ihr das Standrohr setzt und nicht erst einen Aufgang aufmacht, bevor ihr den Unterflur dran aufdreht, habt ihr schon das erste Problem. Dann nützt euch auch ein Rückflussverhinderer oder Systemtrenner nichts, wenn ihr es falsch macht. Deshalb werden wir gleich im ersten Teil darauf eingehen, wie man die Standrohr richtig setzt. Wichtig dabei ist, wenn ihr Standrohr verkehrt spült und ihr jetzt beide Ausgänge zu habt und ihr habt unten an der Klaume, oder sag ich mal, ihr setzt hier den Unterflur dran ja auf und ihr würdet hier Dreck reinspülen, was im Gullideckel lag, im Unterflur dran lag, Dreck, Ameisen, Tiere, Steine lagen da vielleicht drin. Man kriegt nicht alles da weg im Einsatzfall, da kann immer mal Dreck zwischen sein. Wenn ihr die Ausgänge zu habt und der Dreck schießt hier hoch und ein Druckausgleich findet statt, dann geht der Dreck ins Trinkwassernetz, dann nützt euch hier hinter ein Systemtrenner oder ein Rückflussverhinderer im Standrohr oder was, nützt euch alles nichts, weil soweit kam das gar nicht. Ihr habt dann schon den ersten großen Kavaliersdelikt gemacht und habt das Trinkwassernetz verunreinigt. Und das dürft ihr auf keinen Fall. Muss man ganz klar zu sagen, das ist eine Straftat. Das ist nicht schön. Ne? Okay, also da fängt schon an. Die tollste Technik nützt nichts, wenn man das schon mal verkehrt macht. Standrohr setzen, ganz wichtiges Thema, steigen wir gleich im ersten Film mit ein. Wie wenn wir jetzt mal kurz mal angucken, was gibt es noch? Und ich denke mal, das ist ganz spannend, das machen wir eben mal schnell. Es gibt nämlich gar nichts, das sind Rohre, die sind frei. Und da gibt es, so wie hier, einen mit Rückflussverhinderer im Kopf. Das heißt, man hat eigentlich genau genommen zwei Rückflussverhinderer im Kopf, die verhindern, dass Wasser zurückfließen kann. Das heißt, ich kann Wasser von hier nach da durchschießen, aber andersrum nicht. Das ist dann der Rückfluss verhindert. Das heißt, ich kann hier kein Schaummittel oder irgendwas zufällig hier zurückdrücken ins Trinkwassernetz. Also da gibt es dieses Patent. Wichtig ist auch hier diese Entlüftungs- oder Luftzufuhr, kann man eigentlich sagen, die vom Prinzip her eigentlich ähnlich ist wie, das zeige ich vielleicht besser mit Wasser drauf, ähnlich ist wie so ein Sammelstück damals, wenn man zu viel Wasser gebraucht hat und nicht genug Wasser bekommen hat, genauso wie es hier auch, dann wird hier Luft zugeführt, damit hier das Trinkwassernetz nicht in Leidenschaft gerät. Okay. Zu der Hardware. Es gibt Standrohre, so wie hier, Rückflussverhinderer im Kopf. Einmal hier, einmal da. Wir gucken mal kurz mal rein. Was ist denn das Besondere? Ich drehe jetzt mal eine Seite mal auf. Und ihr seht, der Deckel kommt gar nicht mit. Okay, das heißt, erst wenn ich Wasser von unten reingebe, ja, mit Handschuhen geht das nicht so gut. Seht ihr das? Erst wenn Wasser von unten kommt, geht dieser Schwimmer hoch, sozusagen wie so ein, ne, wie das Rückschlagventil. Geht dann hoch und dann strömt das Wasser raus. Genau das soll es ja. Es soll ja von unten rausströmen können. Das ist sozusagen die Einbahnstraße. Von hier nach da alles okay. Von da klopft es gegen den Deckel, auch wenn es offen ist. Raffiniertes Teil. Und ich finde auch vom Gewicht, genau wie die alten Standrohre in Anführungszeichen auch. Die Handhabung von dem Niederschraubventil ist super einfach. Ne? Das ist ja hier so echt simpel. Ne? Gut. Das gibt es auch eine andere Variante von. Also ich kenne jetzt, vielleicht gibt es noch mehr Patente. Ich kenne jetzt nur das von TKW. Dass man zum Beispiel, das fand ich auch gut, man konnte die alten Köpfe behalten. Das heißt, man hat die beiden Schrauben abgeschraubt von unserem Standrohr, was man früher hatte, ohne Rückflussverhinderer drin. Ne? Und da hat man gesagt, gut, dann kriegt er hier einen Rückflussverhinderer im Fuß sozusagen, hier im Rohr. Und wenn er hier manchmal reinguckt,
Wetter sehen. Da ist auch eine Klappe drin, ne? Hört man das? Nee, bisschen. Ja, ganz leicht, ne? Und interessant ist auch, wenn er reinguckt, dass nicht nur durch die, ich sag mal, durch die Erdanziehungskraft das runtergezogen, sondern da ist auch eine kleine Feder drin, wenn man genau hinguckt. Der Besentest zeigt, seht ihr, wie es aufgeht, ne? Das heißt, Einbahnstraße, ne? Von da geht es nicht zurück, weil zu. Okay. Wie gesagt, man hatte diese Technik, gab es schon Anfang des Jahrtausends schon. Ihr kennt wahrscheinlich diese Dreifach-Sammelstücke. Nicht ein Zweifach wie hier, sondern Dreifach. Die hatten schon diese Klappen schon drin. Deshalb haben wir gesagt, das ist relativ leicht umzusetzen. Wir realisieren jetzt, das ganze Rückflussverhinderer, das Patent, gibt es schon in den Regalen. Bauen wir nur ein bisschen um. Ist schnell umzusetzen. Okay? Das heißt, von da an war eigentlich das die Lösung. Und zwar natürlich doppelte Sicherheit. Ne? Man hat es einmal im Standrohr und einmal im Sammelstück an der Pumpe. Das Gleiche. Man hat nicht mehr diese Klappe, die zwischendurch hin und her pendelt. Man hat jetzt für jeden Ausgang einzeln auch so Federn drin. Also Klappen drin, Rückschlagventile. Ne, die hier auch so aufgehen in eine Richtung. Ne? Das heißt, wenn ihr zurückdrückt, gehen beide zu. Die Funktion vom Sammelstück allgemein ist immer noch gegeben. Ihr habt hier einen B-Schlauch dran, vom Unterflödranten, ihr saugt Wasser an und die Pumpe fördert mehr Wasser, als ihr zugeführt bekommt, dann geht trotzdem noch diese Luftklappe hier auf und führt Luft hinzu. Ne? Ist natürlich nicht der beste Betrieb für einen Maschinisten, da tun dann immer ein bisschen die Ohren weh. Ne? Aber wisst ihr, die Funktion ist auch gegeben, so sehen die halt aus. Ne? Okay, also, doppelte Sicherheit heißt entweder das mit dem zusammen. Ne? Das beides. Und das Standrohr werden wir gleich mal zusammen im nächsten Teil setzen. Dann möchte ich noch eins ergänzen. Und zwar gibt es diese Druckbegrenzungsventile. Die werden oft genutzt. Zum einen in der Jugendarbeit übrigens vorgeschrieben, aus sicherheitstechnischen Gründen, dass man hier einen Maximaldruck einstellt. Wir stellen uns immer 4 bar ein. Dass wir den Jugendlichen nicht auf einmal zu viel Kraft aufbürden und dass sie auf einmal mit dem Strahlrohr elendig zusammenbrechen. Deshalb wird das hier begrenzt. Aber das Tolle ist hierbei, wir nutzen das standardmäßig bei jedem Hohlstrahlrohreinsatz. Und zwar gerade, wenn man hier diese Auf-Zubewegung macht bei diesem Hohlstrahlrohr, dann gibt das jedes Mal so Nadelimpulse im Druck. Und man sieht dann jedes Mal, wie die auslösen. Dann gibt es jedes Mal so ein Psch, Psch. Wenn man jedes Mal schaltet, gibt es hier so ein, lässt einmal Druck ab. Ne? Ich möchte mal darauf hinweisen, dass man die bitte nutzt, weil diese Druckschläge belasten nicht nur die Mechanik der Pumpe, sondern auch können eventuell durch das Trinkwässernetz in dieses Rohrsystem, in dieses alte Rohrsystem reinballern und dann hat man da manchmal Schäden drin, die sind nicht gut. Und wenn das im Einsatzfall passiert, ist, wie sage ich das jetzt, ist schlecht. So, okay, also das sollte mindestens jeder haben. So, jetzt nochmal zum Systemtrenner. Bis letzten Jahr, also 2018, ich glaube Juli, manche sagen auch ab 10, ich glaube Juli 2018, wurde die Norm verabschiedet. Ab jetzt reicht das nicht mehr, ne? Das packe ich mal weg. Reicht das nicht mehr, es wird jetzt aber noch geduldet. Das heißt, das ist das Mindeste, was man haben sollte. Ab seit Juli 2018, seitdem die neue Norm da ist, muss man jetzt Systemtrenner haben, okay? Systemtrenner heißt, es muss gewährleistet sein, dass wenn Wasser zurückkommt, das garantiert niemals zu 100% zurückkommen darf. Diese 100% sind bei diesem Patent nicht zu 100% hergegeben, ne? Nur zu 99% wahrscheinlich. Reicht halt nicht. Und die Systemtrenner schaffen das jetzt erstmalig. Die haben nicht nur eine mechanische Rücktrennung, also diese Rückschlagfunktion, sondern die messen quasi permanent den Druck. Und bei Druckabfall fangen die an zu reagieren, lassen das Wasser zwischen ab. Sind ein bisschen aufwendiger natürlich und dementsprechend auch ein bisschen kostspieliger. Wenn man einen Systemtrenner hat, braucht man das beides nicht mehr. Kann man, muss man aber nicht. Ne? Schade nicht, wenn man das trotzdem noch hat. Man muss jetzt nicht wieder die alten Standrohre kaufen. Aber ein Systemtrenner, einer alleine reicht. Okay. Aber ich glaube auch, dass der von den Kosten ungefähr so viel kostet, ein Systemtrenner wie diese beiden zusammen.
So, aber eigentlich macht es jetzt keinen Sinn mehr, sowas sich jetzt anzuschaffen, laut Norm. Es wird aber noch geduldet, man darf die weiter betreiben, bis die irgendwann mal kaputt gehen. Das heißt, die will man weiterhin sehen, sind auch noch zulässig, weil sie halt vor dieser neuen Norm angeschafft wurden. Es macht jetzt aber keinen Sinn mehr, das so anzuschaffen. Okay? Gut. Meine persönliche Meinung dazu ist wahrscheinlich nicht so interessant. Ich finde das perfekt. Systemtrenner kann man auch noch anders realisieren. Ich habe auch noch ein Video, das werde ich oben auch noch mal verlinken, wie man mit einem Wasservorhaltebecken das System auch trennen kann. Man kann aktuell mit eurer Hardware, die ihr jetzt schon habt, egal welches Standrohr, richtig gespült, kann man garantieren, dass man kein Wasser zurückdrückt, nämlich mit einem Wasserbecken. Man lässt Wasser reinlaufen, Wasserbecken, und man pumpt es dann aus dem Becken raus. Wenn ihr dieses Wasserbecken aufgebaut habt, würdet ihr quasi vom Standrohr ins Wasserbecken reinlaufen lassen, mit dem Druck, die euch der Unterflöte dran zur Verfügung stellt, ins Wasserbecken rein, und aus dem Wasserbecken würde ich dann separat eine Wassersaugstelle, also eine Wassernahme, offenes Gewässer quasi machen und ansaugen zur Pumpe. Das heißt, ihr bekommt Wasser, und wenn ihr was zurückdrücken würdet, würde es nur ins Wasserbecken reingehen und nicht zum Unterflödransystem zurücklaufen. Ist logisch, ne? Also so könntet ihr auch eine Systemtrennung jetzt schon realisieren. Okay. Falls ihr Fragen habt, bitte kommentieren. Schade finde ich immer, diese Normen sind natürlich entstehen mit hohem Aufwand, aber die gibt es auch so jetzt, die Normen an sich, nicht im Internet zum Download. Die muss man sich meistens kaufen, habe ich jetzt auch gar nicht so zur Verfügung. Ich kenne nur die Auszüge vom Landesfeuerwehrverband und so weiter, aber könnt ihr selber googeln. Ich glaube, da will ich euch jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen und irgendwelchen Nummern langweilen, okay? Ja, vielen Dank. Bleibt jetzt beim nächsten Teil dran, nämlich werde ich gleich das Standrohr mal setzen für euch und gucken wir mal, was da alles zu beachten ist, okay? Bis dann, macht's gut, tschüss. Marvin, warst du überhaupt schon geboren, gerade hinter der Kamera? Knapp. Okay, dann wie gesagt. Hey, hey, hey.